Herzlich willkommen bei V-Ray for SketchUp Tutorials von CareScroup. Ich bin Huni, euer Mentor für V-Ray for SketchUp. Das ist das erste Video der Tutorial-Serien, wie kann man mit V-Ray for SketchUp fotorealistische Renderings erstellen. In diesem Video möchte ich euch einen kleinen Überblick von V-Ray for SketchUp schaffen, sodass ihr verschiedene Funktionen und Toolbars gleich und leicht nutzen könnt und verstehen könnt. Es wird weitere Videos mit fortgeschrittenen Inhalten kommen. Wenn ihr V-Ray richtig installiert habt und richtig aktiviert habt, findet ihr hier unter Erweiterungen den V-Ray Toolbar. Wir schauen schnell zusammen nach, welche Versionen wir hier bei Tutorials dann haben. Help. Klicke About. Wir haben hier V-Ray Version von 5.20.03. Das ist die neueste Version momentan. Es macht aber nichts, wenn ihr ältere Versionen habt. Die grundlegenden Funktionen sind fast identisch gleich geblieben. Dennoch empfehle ich euch, die neueste Version herunterzuladen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Da es einfach viele neue praktische Funktionen neu hinzugefügt worden sind. So, wenn ihr SketchUp startet, dann seht ihr die vier Fenster oder Toolbars von V-Ray. Einmal V-Ray for SketchUp, V-Ray Lite, V-Ray Objects und V-Ray Utilities. V-Ray for SketchUp Fenster enthält V-Ray Asset Editor, V-Ray Cosmos, Renderknopf, interaktives Rendering, Cloud Rendering und Frame Buffer. V-Ray Lights hat verschiedene V-Ray Lichtquellen, die man durch Klicken einsetzen kann. Zudem gibt es auch eine Licht Light Gen Option. Das ist eine Option oder Funktion, mit der man verschiedene Lichtsituationen simulieren kann, automatisch und nehmen kann. Dann gibt es V-Ray Objects. Einmal mit Infinite Plane und V-Ray Proxies, V-Ray For und verschiedene fortgeschrittene Funktionen. V-Ray Objects bietet verschiedene Objekte an, die zu V-Ray gehört und nicht zum Modellieren gehört, nicht zum SketchUp und zum Modellieren sind. Und dann haben wir hier V-Ray Utilities und hier gibt es Optionen, Funktionen wie Widgets von V-Ray ein- und ausblenden. Und dann die Projektionsarten der Texturen anzupassen, je nach der Optionen. Was wir heute bei diesem Video extensiv anschauen werden, ist das Asset Editor. Das erste und das wichtigste, was wir in diesem Video zusammen anschauen werden, ist Asset Editor. Mit dem könnt ihr die bestehenden Assets, also gespeicherten Assets wie Materialien, Lichtquellen, Render-Elements und Render-Einstellungen verwalten. Ihr seht ja hier oben verschiedene Tabs. Ich gehe von links nach rechts mal durch. Hier steht Materials, also hier zeigen, wenn ihr hier draufklickt, dann zeigt Asset Editor alle Materialien, die in diesem Datei, Szene, Modell vorhanden sind. Und wenn ihr hier rechts klickt, dann seht ihr auch die eigenen Eigenschaften von dem jeweiligen Material und die könnt ihr beliebig ändern, ergänzen, anpassen. Und dann, wenn ihr hier die linken Flügel klickt, dann seht ihr eine Bibliothek, von der V-Ray Materialien integriert.
Ihr könnt die Materialien gerne nutzen, indem ihr das dann drüber zieht. Und dann gehen wir zum Licht. Das ist Lichtsymbol. Und hier werden alle Lichtquellen, die man in dem Modell, in dem Datei finden kann, aufgelistet. Als Default Setting, Einstellung, ist Sonne mit Lichthimmel zusammen drin. Wie genauso wie bei den Materialien, wenn du hier rechts klickst, dann hast du auf der rechten Seite von Asset Editor die verschiedenen Eigenschaften und Einstellungsmöglichkeiten für die Lichtquelle Sonne. Und ihr könnt ja dann auch zum Beispiel hier bei Sky verschiedene Himmels probieren und anpassen. Aber zu dem Licht werden wir im anderen Video noch weiter und vertieft besprechen. Und dann gibt es hier V-Ray, also Geometry. Da es jetzt gerade keine Geometry vorhanden ist, es zeigt es gerade nicht an. Aber diese Geometries finden wir hier bei V-Ray Objects wieder. Und wenn ich hier zum Beispiel ein Infinite Plane hier in die Mitte setze, und dann entsteht hier bei Geometry eine Infinite Plane. Also alles, was man hier mit V-Ray Objects erstellt, erscheint dann hier bei Geometry. Und das vierte ist Render Elements. Render Elements ist es für die Post-Production sehr interessant, weil ihr verschiedene Maske über bestimmte Eigenschaften drüber ziehen könnt und das nochmal korrigieren könnt. Und das nächste ist Textures. Und das sind dann keine Materialien, sondern einzelne Texturen, die man für Materialien braucht, gespeichert werden. Eins davon ist wie Environment Sky. Und das ist der Himmel für Sunlight, den wir haben. Und diese können wir auch hier mit dem Sky Tool ergänzen. Und dann hier ist die Render-Einstellung. Hier haben wir zum Beispiel Engine, ob wir das mit CPU rendern, ob das mit Grafikkarte gerendert werden sollte oder mit beiden, können wir hier uns entscheiden. Wir können auch hier interaktives Rendering einschalten. Wir können hier auch Progressive Rendering ausschalten und so weiter und so fort. Das sind dann die grundlegenden Render-Einstellungen, die man braucht. Hier gibt es verschiedene Funktionen wie Kamera, Settings, Render Output, die Größe des Bildes, Animation, Environment, das ist der Himmel um die Sonne und so weiter und so fort. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass ihr hauptsächlich nichts berühren müsst. Fotorealistisches Rendering erfolgt nicht über ein paar Render-Settings, sondern über realistische Lichtquellen, realistische Lichtstimmung und realistische Texturen. Und daher bitte ich euch einfach darum, nicht zu viel hier an den Sachen rumzuprobieren. Das alles, was ich mache, tatsächlich ist nur die Qualität High Plus oder High oder Medium Plus. Das dann zu regulieren. Das eine, das was ihr regulieren könnt noch, ist natürlich Advanced Camera Parameters. Je nach der Lichtsituationen und Lichthelligkeit, dass ihr die Kameraeinstellung besser anpasst. Und über die anderen Sachen werde ich dann im anderen Video nochmal genauer dann erklären.